Tag, es ist Montag. Endlich. Mein Gott, hat es wieder lange gedauert. Eigentlich könnte jeden Tag Montag sein. Lassen wir es lieber, wie es ist. Also, es ist Montag, yeah. Der 11.01.2016 und ich vermisse das Laufen. Aber es ist mir echt zu heiß, ja, jetzt laufen zu gehen, weil es draußen echt noch glatt ist und mit dem Schnee und teilweise Eis, das ist mir nichts. Aber ich vermisse das echt. Ich war jetzt schon wieder viel zu lange nicht. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was ihr machen könnt? Leute beim Essen filmen oder fotografieren. Geht zum Essen, packt die Kamera weg. Das sieht immer schrecklich aus für die Leute. Macht das nur, wenn wirklich explizit gewünscht ist in eurem Auftrag, dass ihr filmen oder fotografieren sollt. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht filmen, wie ich meine Röstkartoffeln esse, die ich mir gerade gemacht habe. Guten Appetit. Meine Fummel. Na, jetzt wächst es auch bald alle. Na, super. Ground Control to Major Tom. Ich bin ja ein großer Freund von Montag. Der Montag ist mein absoluter Lieblingstag. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. Und in den letzten zwei Wochen macht es mir der Montag wirklich schwer, ihn zu mögen. Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war, aber irgendwas war auch, dass der Montag eigentlich nicht mehr ganz so toll war. Ja, und diesen Montag dann, also heute, die Nachricht, dass David Bowie tot ist. Ach, nee. Ground Control to Major Tom. Ich bin noch auf 8 mm, eigentlich wollte ich auf 10. Aber manchmal nervt dieses Gefummel so, dass ich echt überlege, mir das nicht einfach wieder zuwachsen zu lassen. Wobei man auch sagen muss, ich habe, wie gesagt, 8 statt 10 mm und ich habe immer noch diese Metalldinger, die man zusammenschrauben muss. Eigentlich könnten da bald Silikonteile rein. Sollten eh zum Dehnen. Das wollte ich aber eigentlich im Tattoo- und Piercing-Studio machen, wo ich das machen lassen habe. Und ja, da gehe ich jetzt aber nicht mehr hin. Also zum Tattoo- und Piercing-Studio an sich würde ich noch gehen. Aber nicht wegen den Tunneln nur. Also wenn dann nur, wenn ich mich tätowieren lasse. Aber kann ich da nicht mehr. Ich mag meinen Tätowierer nicht mehr. Dinge auf Facebook geteilt und sich zu Sachen geäußert, die ich so nicht unterstützen kann und möchte. Und deswegen gehe ich nicht mehr zu diesem Tätowierer. Nur wegen den beiden Tunneln fahre ich jetzt auch nicht nach Greifswald extra. Dann bestelle ich mir Silikonteile bei Amazon und den die selber und dann ist gut. Zeit, wo ich auf der Arbeit bin, kann ich ja nicht wirklich fürs Vlog filmen. Da steht zwar immer oder meistens die GoPro irgendwo und nimmt so ein Stückchen Video auf, bis der Akku das erste Mal leer geht. Und dann mache ich dann einen Zeitraffer draus. Aber das Problem daran ist eigentlich wirklich, dass ich in dieser Zeitspanne vergesse, was ich alles schon aufgenommen habe. Auf dem Weg nach Hause überlege ich schon, hast du eigentlich noch aufgenommen fürs Vlog? Kommt ihr noch zusammen? Hast du überhaupt schon was aufgenommen? Kann mich immer nur so bruchstückhaft erinnern an das, was ich aufgenommen habe, wenn ich denn was aufgenommen habe. Naja, wie auch immer. Arbeit war heute auch sehr langweilig. Und außerdem war das Restaurant komplett ausgeräumt. Also Stühle, Tische, alles raus, weil sie es den Parkettboden machen. Auf jeden Fall war es trotzdem langweilig und naja, morgen wird nochmal genauso. Aber übermorgen kommt endlich die Cookie wieder. Meine Schwester kommt ja zu Besuch und bringt Cookie mit. Yeah. Das ist schön. Freue mich auf das kleine Scheißerchen.
Naja, außerdem, jetzt ist Schluss. Ich habe genug erzählt. Ich gehe jetzt duschen und dann setze ich mich ans Vlog. Und außerdem muss ich noch ein paar Fragen beantworten für die Lokalzeitung hier zu Snapchat. Die wollen, dass ich ein bisschen was dazu schreibe. Ja, da setze ich mich also gleich mal ran. Und warum habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe? Mann, das verwirrt mich, ehrlich. Naja, egal. Also ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Tag. Sehr gut. Alles schick.